Ich bin Martina Salomon, die erste Chefredakteurin des Kurier und mit Leidenschaft Journalistin. Ich bin Clara Sautner, ich bin im Social Media Team beim Kurier und ich mache seit einem halben Jahr Videos. Ich würde sagen, ich bin definitiv feministisch auch schon aufgewachsen. Feminismus bedeutet für mich einfach, solidarisch zu sein anderen Frauen gegenüber und auf jeden Fall respektvoll auch zu sein anderen Frauen gegenüber und für sich selbst einzustehen. Feminismus hat für mich in der Vergangenheit bedeutet, auf die Straße zu gehen, laut zu sein, in den Kampf zu ziehen, aufzuzeigen. Es hat sich schon ein bisschen verändert für mich. Mittlerweile denke ich mir, es geht bei Feminismus vor allem darum, sich wechselseitig zu unterstützen, nicht schlecht übereinander zu reden, sich wechselseitig eine Stimme zu geben, auch ich als Chefin natürlich, Frauen eine Stimme zu geben und die fehlenden Netzwerke, die die Männer haben und die die Männer fördern, auszugleichen. Ich glaube auch, dass das was ganz Wichtiges ist, auch innerhalb von Feminismus nicht andere Frauen zu verurteilen oder schlecht über sie zu reden oder sich gegenseitig runterzumachen, weil man eine andere Lebensrealität hat oder andere Einstellungen oder Vorstellungen von seinem Leben und davon, was Weiblichkeit ist oder wie eine Frau zu sein hat. Da will ich auch was ergänzend sagen. Mir fällt auf, bei Männern wie bei Frauen, dass oft auch jene, die den Feminismus auf ihre Fahnen geschrieben haben, sexistisch oder herabwürdigend reden über Frauen, nur weil die anderer Meinung sind. Ich glaube, das muss auch aufhören. Bis ich Chefredakteurin geworden bin, habe ich mir eigentlich gedacht, Feminismus ist gegessen, das haben wir geschafft. Ich habe schon auch negative Erfahrungen gemacht, dass man als Frau an der Spitze plötzlich in eine Doppelrolle gedrängt wird. Einerseits ist man die manipulative Hexe, andererseits ist man die Marionette, die an den Strippen hängt von mächtigen Männern meistens. Und was ich anderen raten würde, fröhlich sein, beharrlich bleiben, die negative Energie sich nicht überschütten zu lassen und im Zweifel auch dagegen zu kämpfen, auch gerichtlich. Es gibt mittlerweile auch einen Gesetzeshass im Netz, das habe ich auch selbst benutzt und habe immer gewonnen. Ich habe einen Hasskommentar gekriegt, einen quasi anonymen mit einer weiblichen Adresse, der so unglaubliche Dinge waren da drinnen, die ich auch gar nicht laut wiederholen möchte. Wir haben im Kurier dann eine Aktion draus gemacht und haben das natürlich mit Punkte und so, aber haben dieses Mail öffentlich gemacht und wir haben es dann innerhalb weniger Tage war natürlich ein Mann, ihn gefunden, der wurde auch verurteilt. Es ist schon unglaublich, welche armseligen Figuren das dann sind, wenn die dann vor Gericht stehen. Also man muss sich das immer visualisieren, das sind ja keine starken Männer, das sind ja immer schwache Männer. Die denken da gar nicht so viel drüber nach und schreiben dann einen Hasskommentar. Und ja, ich habe auch schon einige Hasskommentare gekriegt, danke dafür. Ich habe bis jetzt nur Hasskommentare von Männern gekriegt. Man sollte es halt am besten einfach nicht lesen oder sich das nicht so zu Herzen nehmen, weil die Personen kennen einen eh nicht. Also die wissen nichts über mich und schreiben irgendwelche gemeinen Dinge. Ich weiß nicht, ob nicht Frauen in der Öffentlichkeit dann auch zu einer Projektionsfläche werden von Männern, die enttäuscht sind von der Frauenwelt. Und man lässt dann die Wut an diesen Frauen aus, die quasi halt im Netz oder in der Zeitung oder am Fernsehschirm vor einem erscheinen. Man steht dann als Frau in der Öffentlichkeit quasi pass pro toto für das, was die Männer frustriert hat in ihrem Leben. Ja, ich glaube auch, dass ganz viele Männer sich da dann bedroht fühlen. Es hat sich unglaublich viel verändert, finde ich, zum Positiven. Also diese selbstverliebten, narzisstischen Machos gibt es natürlich noch immer, werden aber weniger. Ich bin jetzt 40 Jahre Journalistin, habe einiges erlebt. Zum Beispiel eine meiner ersten Führungsaufgaben war ich die einzige Ressortleiterin und habe jeden Tag mit 14 Männern in einer Konferenz diskutiert, mit einem unglaublich rauen Ton, muss ich sagen. Ich habe gelernt, dass gemischte Gruppen viel besser funktionieren, kreativer sind, auch einen vernünftigeren Ton haben. Wie ich das erste Mal schwanger geworden bin, hat mein damaliger Chef gesagt, er ist so enttäuscht von mir, er hat mir doch eine Chance gegeben, Klammer auf, ohne mir die Job Description oder das Gehalt dazu zu geben. Und jetzt werde ich schwanger, so eine Frechheit mehr oder weniger. Auch als Chefredakteurin sehe ich, dass Frauen sich zu wenig zu Wort äußern in der Öffentlichkeit. Wenn ich schaue meine Gastkommentare an, 99% der unverlangt eingesendeten Gastkommentare sind von Männern, meistens von alten Männern.
ganz wenig Frauen, die von sich aus sagen, hallo, ich will mich zu einem Thema zu Wort melden. Denen muss man meistens hinterherrennen, die sagen, will ich mir das antun, soll ich das sagen, traue ich mir das, habe ich nicht einen Chef, der das eh gescheiter sagen kann als ich. Also ich glaube, dass ich Hate-Kommentare und so kriege, liegt auch daran, dass ich eine junge Frau bin und Menschen, vor allem Männer, denken, dass ich keine Ahnung habe. Ich adressiere die Leute oft, wenn sie mir ein Hass-Mail oder ein herabwürdigendes Mail schicken, schreibe ich ihnen dann oft zurück, würden sie bei einem männlichen Chefredakteur genauso was schreiben? Ja? Ja. Ich hoffe, sie fühlen sich dann ertappt. Ich habe eigentlich kein Vorbild gehabt, aber ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe natürlich Simone de Beauvoir gelesen und ein Buch, das mich sehr beeinflusst hat, wie ich dann auch Kinder bekommen habe, war die Michelle Fitoussi, Zum Teufel mit der Superfrau. Weil ich selbst auch eine Perfektionistin bin, dass nicht immer alles und jeder Lebensbereich super, super perfektionistisch sein muss. Das habe ich gelernt daraus. Als Frau an der Spitze bemühe ich mich, auch als Journalistin, Frauen sichtbar zu machen. Ich achte auch sehr darauf, dass aus ihrer Zeitung nicht nur Männer rausschauen, sondern auch viele Frauen, viele starke Frauen. Wir haben einmal nachgeschaut, wie viele Frauen bei uns in der Redaktion in Führungspositionen sind und sind auf 50% gekommen. Darauf war ich sehr stolz. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, diese Schienen zu legen und einfach zu sehen, es gibt Frauen, die das bereits geschafft haben und dadurch zu wissen, ich kann es auch schaffen. Reden, laut sein, ich glaube auch einfach, sich nicht den Mund verbieten zu lassen, frech sein, aufzeigen und auch wenn es Jobs zu vergeben gibt, hier zu schreiben und nicht darauf zu warten, weil man eh so fleißig war, wir dann schon irgendwer entdecken. Ich glaube, man muss proaktiv auch Dinge angehen. Wenn man irgendwie weiterkommen will, muss man ab und zu den unbequemen Weg gehen und auch sagen, ich bin bereit, das jetzt auf mich zu nehmen, ich will das jetzt. Ich finde die Clara ganz toll, dass sie bei uns ist. Sie ist so ein Typ, der sich hinstellt, unbekümmert. Genauso stelle ich es mir vor, dass eine junge Frau auftreten soll, damit sie auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Ich bin gerührt. Klar, das ist ja nicht. Stimmt, meine ich jetzt ganz ohne irgendwas. Dankeschön. Wahrscheinlich sollte man sowas auch öfters auch direkt sagen, nicht nur bei solchen Gelegenheiten. Dankeschön. Danke. Danke, das ist super.